Wieder da. Ja, bei Bei uns uns. herrscht doch der Fußballbetrieb. Genau. Bei uns gibt es keine Teilzeitfußballer. So, jetzt muss ich kurz schauen, weil das mit den Neuzugängen ja etwas lang her ist. Ja, da habe ich offensichtlich zwei bei Chelsea. Ich habe nur einen hier. Warum ich den einen da geholt habe, weiß ich zwar nicht, aber. Ich habe einen. Spielt aber nicht von Start an, liebe Leute. Bei mir spielt keiner von Start. Krass. Ups. Ja, aber nochmal, um auf das Ganze zur Sprache zu kommen. Ich finde es echt arg, dass sie einen ganzen Fußballverein die Fußballer entlassen. Na, vielleicht können Sie es nicht leisten. Ja, aber was machen sie dann in 2 Monaten oder so, wenn sie will? Vielleicht haben sie dann die Jugend. Man müsste schauen, wo Sion am Tabellenplatz ist, aber. Mich wundert es, dass sie wirklich alle raus haben, Alter. Ja, wirklich Ich komplett habe jetzt alle. schon gehört, dass manche ein paar Spieler raus haben. Aber alle ist jetzt schon heftig. Oh. Danke. Boah, Mabiano schön. ist pleite gegangen jetzt durch diese Corona-Krise. Ach so? Sie haben Das Konkurs heute angemeldet. ist italienisch, oder? Keine Ahnung. Piano, ne? Weiß ich italienisch an, aber ob das ein italienischer Konzern ist, weiß ich nicht. Weil die waren ja schon ziemlich an der Kippe und jetzt mit dem Corona. Oh! Zweimal Leben gerettet, würde ich sagen. Ja, AS Rom gegen Chelsea. Die haben Glück, dass sie noch dabei sind. Wer? AS Rom. Hat ja, glaube ich, Warum? geheißen damals AS Rom oder Juve, oder? Echt? Abstieg. Weiß ich gar nicht mehr. Kann aber sein. Spiel vorletztes Turnier war es auf jeden Fall so. Kann auch sein, dass es auch diesmal so war. Man hat auch schon ein bisschen umgebaut. Einen Abgang hat es gegeben. Echt. Er sagt echt. Ein Abgang. Alles rum. Den habe ich geholt, oder was? Bank. Okay. Welche von denen? Okay. Sagst du mir dann? Ach Suslan. so, Slam, Alter. Echt, der war von dort? Oh. Oh! Ja, der hat gespielt auf der rechten Außenseite. Okay. I believe I can fly. Oh, stark. Ja, stark. Hey, hohes Bein. Kombinieren tun sie schön in diesem Spiel jetzt, bis jetzt lang. Hast du? Ja, bei Rom wird es um einige Spiele auf jeden Fall Leitung. Chelsea macht aber das Spiel. Ja, wir sind motiviert. Letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal aufgestiegen in die K.O.-Phase. Ja, habe ich nicht geglaubt, dass ich mit denen besser und besser werde. Im ersten Turnier hat es ja nicht sehr gut ausgeschaut.
Das war doch Girard, oder? Der Trainer. Lampard, oder? Oder Lampard? Lampard, genau. Okay, die spielen nicht dann. Bei Chelsea hat er den. Girard ist ja bei. Wie heißt meine Rangers? Ah, okay. Trainer reicht ihm nicht, er ist auch Spieler. Weil ich glaube Nein. City, der City, glaube ich. Ja, so ist auch die derzeitige Form von Rom. Den Schuss beurteilen. Oh, danke. Bitte. Oh. Ich glaube, der steht jetzt nicht so schnell auf. Glaube. Ja. Ja. Perotti verletzt. Boah, schöner Pass. Ja. Perotti, einer der wichtigsten, würde ich sogar sagen. Ja, das stimmt. Ja, kommt der Chelsea. Stark sogar. Tyson jetzt neu am Feld statt Perotti. Oh, und Rüdiger stark. Die mit den gelben Karten zeichnen sich da aus. Ja. Ja, 0:0. Trotzdem Chelsea das bessere Team. Halbzeit 1. So, der Neuzugang wird auch kommen. Ja. Hier wird auch der Neuzugang kommen. Ja, aber Chelsea kann sich hier trotzdem nicht durchsetzen, kann trotzdem nicht den Deckel draufsetzen. Oh. Oh mein Gott. Jesus. So, machen wir jetzt kurz den Blick der Neuzugang. Da kommt Dogbia. Tyson. Ich glaube, mit der besten Chance jetzt für die Roma. Gut ausgebessert. Zweiter Schuss in Folge. Oh. So, der neue Mann. Ja, gegangen von Rom, gekommen zu Chelsea. Oh, das war abseits. Dank. Oh.
Madison! Da bewahrheitet sich's wieder. Die Tore, die man nicht macht, die Chancen, die man auslässt. Ja, und da sieht man, dass Rom in einer Krise ist, für das, dass da schon zwei Saisonen dabei ist. Sein erster Scorerpunkt, sein erstes Tor. So, zweiter Neuzugang. Substitution for Roma. Coming off the pitch, number 15, Diego Palazzo. Ja, Rom spritziger jetzt in dieser zweiten Halbzeit gestartet. Tyson. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Substitution for Chelsea. Coming off the pitch, number 23, Sergio Milanković-Savić. To be replaced by number 27, ja, Andrei Kondo. Oh. Oh, das war echt voll. Oh, stark zu wieder. Buffon. Oh, der rennt weg. Nein. Stark, Kolarov. Jetzt finden sie wieder besser ins Spiel. Aber das war viel Neues. Wo wir schon beim Thema sind. Ja, Süle, stark. Also Süle war zum Beispiel einer der Spieler, um den es leid tut. So, bevor auch. Oh, machst du Spaß wieder? Alter. Warte mal, Bein hat den anderen Spieler übernommen. Boah. Jetzt hätte er fast rum den Deckel draufsetzen können.
und ciao. Du Jesus auf der Seite spielen? Mhm. Zweite Halbzeit. Ah ja. Und wo sind wir dann im Sturmspiel? The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time. Ja, das tragen sie wohl heim. Ja, es war kein Top-Auftreten der Roma. Aber dank Süle muss man auch viel sagen und eine kleine Unaufmerksamkeit von Chelsea. Oh. Bringt hier rum die ersten Punkte nach Hause und muss jetzt einmal vorläufig nicht an den Abstieg denken. Ja, sie haben die Chance genutzt, die ihnen geboten wurde. Ja, beide Mannschaften haben es ja eben auch schwer, weil sie ja noch in Top 4 sind. Das heißt, automatisch mit besseren eingestuft. Chelsea fehlt dann noch 6 Punkte, um auf Moskau aufzuschließen. Und der Römer, denen fehlen sogar 22 Punkte, um mit Fenerbahçe aufzuschließen.